Pflegeberuf ist ein breiter Beruf. Man kann im Krankenhaus arbeiten, in Pflegeheimen, Tageszentren oder sozialen Beruf, auch wie bei uns im Betreuung zu Hause. Ich mache die Pflege schon mehr als 10 Jahre. Und zuvor war ich eine Heimhelferin. Die soziale Arbeit, das ist nicht nur Pflege, sondern auch putzen muss man auch manchmal, ja, einkaufen gehen, also schwere körperliche Tätigkeiten, so wie heben und psychologische Anteil auch, wie Sterbende zu betreuen oder Angehörige zu betreuen auch. Aber es ist ein guter Beruf, sehr schön, wenn man akzeptiert, dass das ist kein leichter Beruf ist. Frau Maya, ich habe noch Zeit. Darf ich die Wäsche zusammenlegen? Das wäre ganz nett. Danke. So, beim Kaffee trinken können wir schon sehen, wer unsere Klientinnen sind. Da steht schon die Adresse, die Name, ja, ob sie einen Schlüsselsafe hat, welche Gesundheitszustand ist sie. Wenn man in Zeitdruck arbeitet, also da ist man im Stress, man kann nicht mehr richtig denken und man denkt schon auf die andere, die nächste Klient, und das ist für uns eine Belastung schon. In Betreuung zu Hause arbeitet man alleine. Und da ich war damals in einem Punkt, dass ich eine schwere Klient gehabt hat oder ja, und ich habe niemanden gehabt zum Sprechen. Das war der Punkt, dass ich gesagt habe, wie lange soll ich das noch machen oder machen kann. Aber bei uns in der Firma wird Psychologe Betreuung angeboten, und da habe ich teilgenommen und das hat mich wieder geholt, also von diesem Tiefpunkt. Ich habe einen Mann betreut und er war in einer Depression, als ich ihn kennengelernt habe. Dann habe ich zu ihm nur gesagt, erzählen Sie mir, was in Ihrem Herzen liegt. Also, und dann fängt er zum Erzählen und ich höre nur zu, ich bin nur da. Und dann, er hört nicht mehr auf. Nächstes Mal bin ich da und hat gesagt, die Anna-Katharina hat mir aus dem Loch geholfen. Und dann ist er wieder munter und die Familie hat sich auch gefreut, dass er so ist. Das ist schon, das gibt mir schon Kraft. Weil wir in die Hauskrankenpflege mehr Personal brauchen, werde ich ja beten, dass ja, sich zu diesem Beruf bewerben, weil das ist ein sehr schöner Beruf.